Zerstört die Generatoren. Sie versorgen den Laser mit Energie. Ja, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Star Wars Battlefront, ey. Dieser Wallanger geht mir auch gerade so tierisch auf den Sack. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen diesen Luftangriffsgeschichte. Und zwar müssen wir irgendeinen Supersternzerstörer oder irgendwas zerstören. Ich probiere jetzt gerade mal alles durch, alle Schiffe so und ja, also Problem ist, sobald sich einmal einer bei mir mal hinten rangehangen hat, kriege ich die nicht mehr weg. Gut, wir probieren mal einen A-Flügler. A-Flügler ist doch kein Abfangleger. Das ist doch eigentlich ein schnelles Angriffsschiff. Das wundert mich ja ein bisschen. Wollen wir mal loslegen? Ist der schnell. Alter Schwede. What the fuck? Ich war doch schon vorbei. Nee, ernsthaft? Jetzt war doch schon vorbei. Aber das Ding ist ja richtig schnell. Deswegen fliegen genauso viele. Ich krieg's ja nicht weg. Also sobald ich einmal anvisiert werde, habe ich keine Chance, den zu entkommen. Egal was ich mache. Ich habe keine Chance. Ich komm nicht weg. Damit werden wir fertig. FN82. Okay. Ich weiß nie, was jetzt hier KI. Denk mal, wenn ich abschieße. Wenn ich es abschieße, dann ist es KI. Wenn es mich abschießt, dann ist es ein anderer Spieler. Ah. So schießt man die Raketen ab, okay. Okay, danke. Der hätte doch jetzt einfach mal aus Prinzip sterben können, ey. Kommt da nicht ran. Mein Astromech meldet ein gravierender Systemausfall. Wo sehe ich eigentlich mein Leben? Da rechts sehe ich mein Leben, okay. Ich brauche eine Angriffsoption erfüllt. Oh, Luke ist da. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Okay, die müssen wir verteidigen.
ein Punkt zielorientiert. Ach, Mann. Ich sehe. Ach, wieder nur KI. Ja, dann steht es ja auch KI eliminiert. Das war definitiv ein Spieler. Gut gemacht. Die Turbolaser sind deaktiviert. Löst jetzt die Teiljäger auf. So viel dazu. Ich sehe nur keinen. Egal. Nice, wenigstens ein Spieler mal. Und der Typ hat mich vorhin auch schon so genervt. Ich dachte, ich bin... da hat er sich gleich wieder gerecht. Ich dachte, ich bin hinter dem, Asteroidenentdeckung. Alle Systeme bereit. Truppentransporter versuchen einen Ausbruch. 6 Uhr. Kylo Ren ist auch mit dabei. Herzlich willkommen. Komm, wir müssen nur noch einen so einen fucking Truppentransporter abschießen, oder? Feindliche Truppentransporter! Sie unternehmen einen Fluchtversuch! Nicht heute. Alter Schwede. Oh Mann, bin ich schlecht. Oh, warte mal. Rey und Chewbacca. Natürlich klar, dass sie alle hinter dem Millennium Falcon her sind. Woher denn? Ah, das sind die Dinger. Ah, okay, ich muss von dem Schiff hier weg. Das repariere ich später. Ich hab sie im Visier. Wir stehen unter Beschuss. Tja, warte mal auf mit der Scheiße. Aua. Das waren fast alle Transporter. Erledigt den Rest. Oh. Die Transporter sind vom Schlachtfeld entkommen. Das ist übel. Das macht gerade richtig Spaß.
Ah, alter Scheide. Ich selber besiegt gerade. Oh, ey, echt nur so wenig Kampfpunkte bekommen. Läuft bei uns. Läuft ja richtig gut. Aber wir sind gerade böse am Gewinnen, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, was ich jetzt auf. Okay, sie zerstört. Ach, dieser Wallanger, ey. Wie viele sind da eigentlich auf dem Server? Ja, sind nicht sehr viele. Ich weiß nicht, ist das 8 versus 8 oder? Okay. Ach, es war ein spezielles Schiff. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Bringt es jetzt zu Ende. Danke. Diese Deflektorschilde sind der nächste Schritt. Heldenschiff zerstört. Wo geht's weiter? Nein! Ach, verdammt. Habt ihr alle diese Meisterleistung gesehen? Was war denn das, eine Meisterleistung? Was haben wir hier? Achso, okay. Walter, ich weiß, dass ihr schaffen könnt. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Alter, dieser ist Alarm. Ah, ich dachte. Scheiße, ich wollte eigentlich noch hinter den. Oh, warte mal. Hinter den Asteroiden. Dieses Alarmsignal. Ich find's einfach so geil, ey. Es ist so fucking unfassbar geil. Boah, das war die Slave One. Vorsicht, es kann immer noch schief gehen. Statusbericht. Die Kommandobrücke ist angreifbar, aber wir haben nur ein großes Zeitfenster. Oh ja, das wird ein Spaß. Ah, jetzt reicht's aber langsam mal. Ah, schade. Ach, das war die Slave One hinter mir. Okay. Feuert
Nein. Also ich verspreche es. Ach nee. Ich halte nicht mehr lange durch. Das war doch gut, oder? Alter, ich habe noch 8 Leben. Was? Wieso ist er raus? Gute Arbeit. Die Kommandobrücke ist ungeschützt. Beschuss konzentriert. Wir haben nicht viel Zeit. Mein Astromech meldet ein gravierendes Systemausfall. Scheiße. Das kann niemand überlebt haben. Uiuiui. Aber wir haben gewonnen. Ja, es ist aber auch, wenn du mal guckst. 7 gegen versus 3. Alter Schwede. Ist beeindruckend. Das waren 20.000 Punkte. Das ist aber echt beeindruckend. Das gefällt mir richtig gut. Gut, meine Lieben, wir machen aber Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich glaube, wir sind jetzt... ja, genau, wir spielen jetzt zurück runter. Ich denke mal, das machen wir eine extra Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis dann.